Ja, hallo, ich bin der Thomas Maurer und wir gehen jetzt als Klimatat sozusagen ein bisschen miteinander einkaufen, aber mit Augenmaß und Hirn. Ein Rotkraut hätte ich gern, bitte. Ist das eh aus der Region? Das Größere. Erdbeeren, ja, im Oktober, ich weiß nicht. Beim Fleisch dasselbe, ja, also das japanische Kobe-Rind, sicher, man sollte es einmal probiert haben, aber man braucht es nicht alle Tage. Ja. Bitte ohne Plastiksackerl, ja. Das sind Öko, das schwimmt dann alles im Meer, nicht wahr? Ja. Also eine kleine Ausnahme muss ich machen, so ein Asket bin ich dann doch nicht. Sie wissen, 14 Tage nach Martini, das traditionelle Pinguin-Prall, das ist schon, also ohne den bin ich es nicht, ja, also... Der Pinguin, der da mit Luftfracht eingeflogen war, er sollte natürlich schon frisch sein. Das hat mich sehr lang wirklich belastet, verzichten wollte ich auch nicht. Und jetzt kann ich mir aber doch sagen, habe ich eine kleine, ja, doch eine Lösung gefunden. Da habe ich so einen ganz kleinen Zuchtbetrieb entdeckt. Da habe ich, wenn der lässt mir da hier und da was auf Zeiten legen. Und ich sage, top. Vom CO2-Rucksack mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Freilandhaltung, top frisch, top bio, ein Traum. Da bindet sich das Gewissen extra noch mehr Trennspartal um und isst mit. Also, gerupft und ausgenommen haben wir natürlich hinter der Kamera, aber das ist das Prachtstück. Und vielleicht noch ein kleiner Feinschmecker-Tipp: Kopf durchaus einmal dran lassen, weil Auge isst mit. Zugegeben, noch keinen regionalen Anbieter gefunden habe ich für die Vorspeisenzutaten. Der Avocado-Papaya-Salat passt aber heute leider einfach wirklich so gut zu den... Ma. Entschuldigung, ich muss nur wegen der Katzenzungen ins T-Shirtshaus.